Herzlich willkommen und be winspired. Heute mein Gast Carsten Gede. Und ich hoffe, dass es sehr interessante Themen sind. Persönliche Entwicklung, persönliche Ängste, Sorgen. Wie werden wir oder wie sind wir eine gute Führungspersönlichkeit? Carsten Gede war in einem Konzern eine Führungskraft, wie man so sagt, leitend tätig. Und irgendwann war es da nicht mehr so für ihn der richtige Platz. Im persönlichen Bereich sehr viele Höhen und Tiefen durchlebt. Vater von 8 Kindern, aber auch erlebt, das Kind gestorben ist. Viele, also persönliche schmerzhafte Prozesse. Hat sich selbstständig gemacht, war dann Trainer und hat sich weiterentwickelt, ist heute mehr Mentor und Coach von Führungskräften, Persönlichkeiten, Geschäftsinhabern. Und der Schwerpunkt seiner Tätigkeit ist, kurz gefasst, Wertschöpfung durch Wertschätzung, sogenannte Wertearbeit. Und darüber werden wir auch sprechen. Was sind diese Werte? Wie kann man mit Soft Skills mehr harten Profit machen? Das wird das Thema. Wo geht die Reise von Old School Business hin? Wo geht es jetzt neue Möglichkeiten zu entdecken? Wie können wir die Welt anders gestalten? Interessante Fragen, die hier auftauchen. Es lohnt sich, wirklich sich die Zeit zu nehmen, manches vielleicht auch wiederholt sich anzuhören, denn ich werde Carsten auch ein paar Mal unterbrechen, also ich habe es ja gemacht, das Gespräch, um deutlich zu machen, wo sind dann Punkte, auf die wir besonders achten sollten. Und dann gehen wir nämlich schnell beim Hören mal drüber weg, wir haben unsere eigenen Schubladen, unsere eigenen Bewertungen und es geht gerade darum, andere verstehen zu lernen, was meinen Sie genau damit, um dann auch im Unternehmen ganz anders leben zu können als Individuum. Und Unternehmen sind dazu da, Probleme für Menschen zu lösen und nicht Menschen zu benutzen, um Probleme fürs Unternehmen zu lösen. All das jetzt in dem kommenden Gespräch mit Carsten Gede. Viel Freude dabei. Einen schönen guten Tag, lieber Carsten. Happy New Year. Es ist noch Anfang Januar. Wir sind im Jahr 2024 und ich freue mich, dass wir gleich zum Jahresauftakt uns über dem Thema Wertschätzung mit unterhalten können, aber auch vieles andere, was so in der Businesswelt läuft. Wir sind ja öfter mal im Austausch da, was könnte in der Welt anders sein? Und ich habe so ein paar kleine Notizen mir hier gemacht, wie wir das machen können. Wenn wir das Leben an sich betrachten, uns als Menschen, dann ist es ja eigentlich ein vielfältiges Leben mit vielen Facetten. Und ich erinnere mich, als ich die Anwaltskanzlei hatte, dass ich das sehr mit Scheuklappen durchs Leben ging. Und ich weiß von dir als Familienmensch und auch unterschiedlichen Wohnorten, Aufenthaltsorten, dass du schon eine ganze Fülle in deinem Leben hast. Aber wie ist es, wenn du in die Firmen der deutschen Industrie kommst? Wie ist das Management da? Sind die alle so eingenordet oder verstehen die eigentlich noch, was Leben an sich ist? Zunächst dann halt die besten Wünsche auch für ein wertvolles, werthaltiges Jahr 2024 für dich. Ja, neues Jahr, neues Glück, neuer Start. Das ist etwas, was ich auch vielen, vielen Unternehmen und Unternehmern wünsche, Neuanfang zu wagen. Denn im Hinblick auf deine Frage, da sieht es aus meiner Sicht in den Unternehmen insgesamt gesehen recht trist aus. Und vielleicht passt das zum Winterwetter in Deutschland 2023, 2024.
Dahingehend, dass es wichtig ist, dass mal wieder Strahlkraft in die Menschen kommt, damit auch Strahlkraft in die Unternehmen Ja, reinkommt. was meinst du genau mit Trist? Also, wenn ich jetzt Scheuklappen ge gesagt habe, dann habe ich nur viel ausgeblendet. Dann habe ich nicht die ganze Bandbreite des Lebens damals gedacht. Aber trotzdem hatte ich in dem Ausschnitt ja Farbe drin. Wenn du aber trist und graues Wetter sagst, das ist ja dann nochmal, klingt ja nach Kanal mit Farbfilter. Ja, ich denke, es passt eben auch zur aktuellen Zeit. Deine Zeit an der Alster liegt schon ein paar Tage länger zurück. Und möglicherweise das Summieren bestimmter Dinge, die eben für Menschen herausfordernd sind. Und je herausfordernder die Zeit ist und auch die, in diesem Fall die aktuelle Zeit, umso herausfordernder ist es, gut zu führen. Sich selbst, das ist die Basis für gute Mitarbeiterführung in den Unternehmen und Vorbildfunktion zu leben. Und dazu gehören alle Lebensbereiche. Und ich erinnere mich an das Gespräch mit einem Manager so zwischen den Tagen, zwischen Weihnachten und Neujahr 23, also 24, der mir gesagt hat, in mir sieht es leer aus. Und ich habe ihn dann gefragt, wie viele Mitarbeiter er denn führen würde. Und seine Antwort war ungefähr mit den Zwischenebenen um die 400. Und dann habe ich ihn nach seiner Ausstrahlung gefragt, die er denn glaubt, im Moment zu haben. Und die Antwort war ganz eindeutig, das ist ja der Grund, warum ich mich melde. Ich merke das mehr und mehr, dass meine Ausstrahlung nicht passt. Warum? Weil es im Inneren eben, jetzt greife ich nochmal meine Begrifflichkeit, trist auf, trist ist. Und Das das könnte gilt jetzt ja so eine allgemeine, auch Midlife-Crisis sein. ja. Was hat sich verändert? Ich denke mal an die, wenn die vielleicht im selben Unternehmen sind, dann sind die schon länger da und irgendwann waren sie begeistert. Hat sich das Unternehmen so geändert? Haben wir eine andere Wahrnehmung in der Welt heutzutage? Was ist da so die Ursache, ohne jetzt ein persönliches Schicksal da zu hören? Aber das ist Ja, ein und Einzelfall. darum Midlife-Crisis würde ja tendenziell eine bestimmte Altersspanne ja vor allem im Blick haben. Nein, ich denke, das ist etwas, was egal, ob die Führungskraft jünger ist oder vielleicht sogar schon über diesen Midlife-Crisis-Bereich hinaus vom Alter angekommen ist. Es ist ein unheimlicher Druck, der auf Menschen lastet, beziehungsweise Druck, den sie sich teilweise auch selber machen, im Sinne von, muss ja funktionieren. Es wird Aha. von mir erwartet. Von mir heißt, ja, Funktionieren von Funktion, ja, genau. nicht von Menschsein aus, genau. Ja, genau. Von vielleicht Gesellschaftern, von Unternehmen, von Mitarbeitern, von anderen Führungskräften, vielleicht auch von der eigenen Familie, der Ehemann, der Papi, meist sind es die Männer, die in den Führungsrollen dominant sind, vielleicht aber auch mal, wenn es Frauen sind, eben umgekehrt von Seiten des Mannes, wie läuft es bei der Frau? Also die familiäre Komponente spielt auch eine Rolle, aber es ist denn, denke ich, nicht eine Sache allein, sondern es ist quasi das Gesamtportfolio, was das ausmacht. Wie ich mich fühle als Führungskraft, wie souverän ich bin, also im Sinne von über den Dingen stehen und wie bewusst ich überhaupt lebe mein Leben. Und ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Schlüssel, Wolfgang, dass Menge. die meisten Menschen ein unbewusstes Leben führen und viele denken, okay, durch die Quantität meiner Arbeit kompensiere ich. Dann muss es, kompensiere ich so etwas, dann muss es ja irgendwie laufen. Und die Quintessenz, die kommt vielleicht bei denen in der Midlife-Crisis raus, dass sie merken, jetzt haben wir das ganze Leben geackert, aber es hat einen sehr hohen Preis und vielleicht war der Erfolg gar nicht so hoch, wie ich ihn mir vorgestellt habe. Oder die Anerkennung möglicherweise auch nicht so hoch, wie ich sie mir gewünscht habe. Also wir sind ja nun beide der Meinung, und sei es nur von den Top 5 Regrets of the Dying, nicht, was die Menschen am Ende des Lebens bereuen, dass wirklich einen Purpose zu haben oder eine innere Message zu haben, die man in die Welt bringt, dass das ganz entscheidend ist. Doch bin ich, da würde ich da gerne noch ein bisschen mehr verstehen, denn du
bewegst dich ja nun schon länger in der Industrie, ich ja weniger. Ich mache meine Anwaltszeit, ich habe eine Firma gehabt damit, aber würde mich nie als jetzt in einem größeren System da gesehen haben. Wir haben ja eine Zeit lang gehabt, insbesondere Ende des letzten Jahrhunderts, da ging es wirtschaftlich aufwärts. Das heißt auch alles im Business, durch die berühmte Globalisierung, alles wuchs, wuchs, wuchs. Und heute, auch speziell wohl nach der Finanzkrise, ja, manche Menschen, und speziell dann vielleicht nochmal nach der Corona-Krise, wo sie auch ganz anders auf sich oder auf Familie zurückgeworfen wurden. Gibt es da irgendwo Ansätze für dich, die du siehst, die, sag mal, meist entscheidend sind? Also, dass es wirtschaftlich jetzt anders ist, dass es in der Firma härter wird, dass es andere Wertigkeiten sind, dass es vielleicht auch eben wirklich Prozesse im Alter sind, hey, das kann doch nicht wirklich alles gewesen sein. Was ist für dich da so, sagen wir mal, das Hauptkriterium, wenn es das gibt? Ja, also das Hauptkriterium ist meines Erachtens, was ich eben schon angesprochen habe, dass die Menschen unbewusst leben und das irgendwie vom Schicksal meinen, des Lebens ja, gesteuert zu werden durch aktives eigenes Tun, das kompensieren, aber sie dadurch nicht in den eigentlichen Lebensflow hineinkommen. Und ich denke, Aber war das das schon in Thema Corona, Corona. wenn du sagst, sie leben unbewusst, aber wenn sie diesen Unterschied spüren, ist das nicht zumindest ein Anfang von bewusster zu werden, dass dem so ist? Denn ich vermute mal auch in den Zeiten, wo es jetzt richtig aufwärts ging, konnten wir uns zwar am Erfolg dann gewöhnen, es war schön, großes Auto, großes Haus, aber es war ja genauso unbewusstes Leben. Ja, es war vielleicht unbewusstes Leben auf einem etwas gefühlt höheren Lebensniveau, Ja. aber es war definitiv bei den meisten, zumindest Ausnahmen bestätigen ja immer die Regel, ein eher unbewusstes Leben. Und in dem Moment, wo von außen her immer mehr Druck kommt oder zumindest die Menschen es als Druck wahrnehmen, es Ja. läuft wirtschaftlich möglicherweise nicht mehr so einfach. Ja, die Anforderungsprofile werden immer größer, die Erwartungshaltung steigt. Wir müssen noch perfekter werden, wir müssen noch besser werden, was ja irgendwo eine Grenze hat. Wir sind nur Menschen. Ja, Ja. und Also, das wenn kommt. ich da nochmal, sorry, noch mal, mir brennt da gerade noch eine andere Frage auf. Das zeigt, dass es wirtschaftlich vielleicht härter wird. Aber wie weit spielt auch eine Rolle die moderne Computertechnologie? Also wenn ich zurück ins letzte Jahrhundert ging, wir haben ja größere Strukturen gehabt in Unternehmen, mehrere Führungsetagen und da war ja ein Großteil Informationen weiterreichen. Mit dem Einführen von Computer, Lean Management, ist es ja auch so, dass ich da jetzt nicht mehr nur eine kleine Gruppe führe, sondern selbst die Memo schreiben muss, alles Mögliche, auch einen ganz anderen Druck an Arbeit in der Form habe. Spielt das eine Rolle? Ja, auch das spielt eine Rolle. Sicherlich einmal die moderne Technik bietet Riesenchancen, aber sie bietet natürlich auch Herausforderungen. Und vielleicht ist der ein oder andere, fühlt sich mindestens, wenn es nicht de facto so ist, kontrollierter. Ich bin viel transparenter geworden als vorher, zumindest in Teilbereichen meines Lebens. Manche Dinge erfordern, je nachdem, in welcher Branche ich tätig bin, auch noch viel mehr der Prozessautomatisierung, was erstmal ganz nett klingt, aber möglicherweise Arbeitsgänge zur Folge hat, die ich vorher nicht hatte. Also gewisse Mehraufwände an einer Seite für Erleichterung auf der anderen Seite. Es ist nicht eine Sache alleine, die eine Rolle spielt. Und ich möchte noch mal ein Deswegen ist Stichwort komplex, brauchen. genau, Es ja. ist total komplex und ich denke, die Dinge kommen jetzt einfach mehr und mehr zusammen und bieten in der Summe eine Riesenchance für Veränderung bei jedem Einzelnen, vielleicht sogar, weil gerade die Drucksituation sich erhöht hat, weil die Herausforderungen größer geworden sind, dass manche Menschen eben einfach viel bewusster werden. Sie sind noch nicht da, wo sie hingehören, aber bewusster werden und auf diesem Das so klingt ja positiv. viel mehr bewusst, das ist die positive Komponente. Ja. Ich meine, Wie viel Angst spürst du denn? Also erstmal grundsätzlich ist ja mal so,
Wenn uns Veränderung aufgezwungen wird, dann mögen wir das ja nun schon mal gar nicht so richtig. Das ist ein Widerstand. Dann hast du nur ganz kurz eben so ein Wort benutzt wie Transparenz. Und die Führungspersonen, aber nun von Lehrern oder Professoren oder wen ich so auch mal kennengelernt habe in meinem Leben früher, die mussten, wie du sagst, das für ihn ja eine Funktion ausfüllen. Aber sie mussten nicht als Mensch transparent sein. Während wir heute von einer Führungsperson, nicht nur eine Funktion, sondern eine Persönlichkeit mehr erwarten. Und da kommt natürlich, denke ich, auch noch ein ganz anderer Stressor hinzu. Wenn du, wie du gesagt hast, dieses eine Beispiel, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie ich richtig führen soll, meine 400 Leute, meine Botschaft kommt nicht rüber. Es geht ja nicht nur darum, irgendeine neue Technik zu lernen, sondern sich selbst in dem Sinne auch zu transformieren. Denke in der Vergangenheit und ich schließe mich selber ein als leitende Führungskraft eines Konzerns, als ehemalige leitende Führungskraft in einem Konzern, dass ich viel zu wenig über mich selber wusste und überhaupt das Thema Führung der eigenen Person und deshalb an meine Grenzen gekommen bin. Neben anderen Herausforderungen, die ich im Laufe meines Lebens hatte, immer mehr erkannt habe, wo ich an mir arbeiten darf. Das ist immer der Schlüssel. Gute Mitarbeiterführung setzt gute Eigenführung voraus. Und ich bin im Rahmen meiner Konzernfortbildungen immer mit dem Thema, wie kann ich durch Techniken besser führen, konfrontiert worden. Ja. Genau das ist nicht der Schlüssel, der nachhaltig zum Erfolg führt. Der kann punktuell ein bisschen zum Ziel führen, aber nicht nachhaltig und nicht dauerhaft. Weil wenn die eigenen Schwächen Schwächen bleiben, dann kann ich nicht Stärke nach außen ausstrahlen. Und ich Ist finde besonders, das wenn ich Energie aufwende, um sie zu verbergen, ne? ja, und das funktioniert eben nicht mehr so einfach. Wir Ja. haben einen total veränderten Markt, zumindest in diesen Regionen entwickeln wir uns viel mehr hin vom weg vom Arbeitgeber hin zum Arbeitnehmermarkt. Das heißt, Fachkräfte, gutes Personal steht gar nicht mehr so üppig zur Verfügung, wie das mal war. Die ganzen geburtenstarken Jahrgänge verlassen sukzessive jetzt den deutschen und sicherlich nicht nur den deutschen, sondern den europäischen Arbeitsmarkt. Dann nochmal Das nach heißt, deine Expertise oder deine empirisches Wissen in dieser Hinsicht. Ist es wirklich so, wenn wir sagen, es gibt einen Führungskräfte- oder Fachkräftemangel, weil wir ja gerade eben auch andere Positionen ansprechen, dass es wirklich nur an dem geburtenstarken Jahrgang liegt? Dann wir sprachen ja gerade auch Lean-Management an. Wir brauchen ja heute auch viel weniger Menschen in dem Sinne. Oder hat es wirklich auch vielleicht damit was zu tun, dass die Kultur eines Unternehmens so unattraktiv ist, dass man auch keine Leute mehr kriegt? Denn gerade nach Corona merken wir ja plötzlich, dass überall Leute fehlen, die vorher eigentlich da waren. also die geburtenstarken Jahrgänge spielen sicherlich dabei auch eine Rolle, aber eben auch die Sensibilität der Menschen für das Thema gute Führung und wie ist die Unternehmenskultur, ist mittlerweile viel entscheidender geworden. Ich erinnere mich an einen Geschäftsführer, der mir eine Studie gezeigt hat aus seinem Unternehmen, das hat so ungefähr 500, 600 Mitarbeiter. Und im Rahmen dieser Umfrage erwartete er jetzt vor allem darum, dass die Menschen sagen, wir wollen höhere Löhne und Gehälter haben und dann sind wir zufriedener. Weit gefehlt. Das war am Rande ein Thema und natürlich ist es den Menschen nicht egal, wie sie auch monetär gewertschätzt werden. Aber der eigentliche Punkt, und selbst wenn diese Studie nicht repräsentativ jetzt für eine ganze Gesellschaft ist, aber zumindest gibt sie einen Hinweis, oder hat sie mir und ihm dann auch einen Hinweis darauf gegeben, dass einfach die Vorstellung und Erwartungshaltung der Menschen sich verändert hat, nämlich hin, wie werde ich mehr gewertschätzt im Unternehmen? Wie sehr stärkt man meine Stärken und bringt mich weiter? Oder wie sehr akzeptiert und respektiert man meine persönliche Familien- und Lebenssituation bis hin eben zum Thema eigener Kindergarten im Unternehmen.
Das ist viel, zumindest bei dieser Umfrage, von der ich gerade erzähle, viel relevanter gewesen als alle monetären Dinge. Und bei der Größe des Unternehmens und einer Rücklaufquote von, sagen wir mal, zumindest in der Altersgruppe bis 40, 45 von über 90%, war das zumindest für diesen Betrieb oder dieses Unternehmen oder diese Unternehmungen, es sind mehrere, sehr aussagekräftig. Also es ist ein ganz anderer Bewusstseinsprozess, auch bezogen auf die Unternehmenskultur da. Und ja, so Dinge wie Corona, die Corona-Zeit, haben sicherlich dazu beigetragen, nochmal Dinge im Leben, viele Menschen zumindest, im Leben, Dinge zu hinterfragen, wofür bin ich da? Was ist der Das, Schlüssel da würde für ich gerne eine einhaken. erfolgreiche Zukunft? Das ist hier für mich jetzt so ein Punkt. Worum geht es hier eigentlich wirklich, wirklich? Weil das Letzte, was du jetzt sagst, ist, Menschen reflektieren, wofür bin ich da, was will ich eigentlich wirklich? Das Bewusstsein für die Kultur an sich in einem Unternehmen, war das nicht eigentlich schon immer so da? Denn wenn du die Gallup-Studien nimmst, die ja schon immer wieder dargelegt haben, dass die Arbeitnehmer keine emotionale Bindung zu ihrem Arbeitsplatz haben. Aber man hat das vielleicht auch viel mehr akzeptiert. Das ist halt so. Und Ist die ich brauche einen Job, um mein Geld zu verdienen. Das Ja. stand sicherlich sehr, sehr lange im Hauptfokus. Und wenn dieser Hauptfokus, sagen wir mal, bröckelt, mindestens bröckelt, vielleicht ist es sogar schon mehr als bröckeln, dann müssen andere Parameter eine Rolle spielen. Ja. Und das Und das Thema war das. Wertschätzung. Parameter wirklich in dieser Hinsicht kommt. Mein Geld braucht man ja immer noch, um Rechnungen zu bezahlen. Ja, aber es kommen ganz andere Faktoren dazu. Und das Thema Wertschätzung, sich wohlfühlen da, wo ich bin, spielt mindestens in der Post-Corona-Zeit eine deutlich zugenommene Rolle. Ist das jetzt ein anderes Thema von, ja, ich will mich wohler fühlen? Also ich kenne das aus Studentenzeit zum Beispiel. Wir haben da in irgendeiner Kneipe gesessen abends, und damals wurde ja noch in den Kneipen geraucht und wie. Und keiner hat was gemerkt. Und dann geht man plötzlich raus, mal an die frische Luft. Und wenn man dann wieder rein will, da knallt man gegen eine Wand, die man vorher gar nicht gespürt hat. Ist es so etwas, was du jetzt im Prinzip siehst, dass nach Corona plötzlich, wir waren mal draußen und jetzt kommen wir da wieder rein, oh Gott, was passiert uns da? Oder ist es eine andere Reflexion, worum geht es mir eigentlich in meinem Leben? Und die Lebenszeit ist ja mit das Wichtigste oder ist das höchste Gut, unsere Zeit. Und wie fülle ich die eigentlich? Es kann natürlich auch beides sein oder noch was anderes. Aber wo siehst du da den Hauptpunkt? Naja, es ist Corona sicherlich ja nicht die einzige herausfordernde Zeit gewesen, aber vielleicht hat sie vieles zugespitzt, was sich so in den letzten vielleicht 15 Jahren so angesammelt hat. Und eine grundsätzliche These, die ich jetzt nochmal in den Raum stelle als Option ist, wir sind in einer Gesellschaft groß geworden, also zumindest wir beide jetzt in der westdeutschen Gesellschaft groß geworden, wo sicherlich das Thema Werte aufgrund von der Historie, aber auch von religiöser Prägung zumindest so eine Basisschwingung ausgemacht hat. Und ich glaube, dass viele Menschen heute, weil Traditionen brechen mehr und mehr weg, auf andere Art und Weise sich die Sinnfrage ihres Lebens stellen. Wofür bin ich da? Was macht, welchen Sinn macht mein Leben wirklich, wirklich? Ja? Und da kommen ganz, ganz viele Faktoren zusammen, aber sicherlich zugespitzt mit Krisenzeiten noch viel eher. Und vermutlich haben die Menschen in der Kriegszeit, ich spreche jetzt vom Zweiten Weltkrieg oder der Endphase oder vielleicht auch der Phase kurz danach, auch diese Fragen gestellt, aber in einer ganz anderen, mit einem ganz anderen Hintergrund, mit Ja. einer ganz anderen Lebensqualität, als das heute der Fall ist. Es gibt ja auch eine These, wir sprachen schon mal mit dem Begriff Midlife Crisis an, dass es im Prinzip ja eben um die Mitte 40 so rum dazu führt, dass man vieles überdenkt. Weil man vorher Kinder gezeugt hat, die sind dann ja oft schon auch da an der Grenze aus dem Haus zu gehen oder man hat irgendwie sich gesettelt. Und das gilt nicht nur für das Individuum, sondern das gilt auch für das Durchschnittsalter, ich sag mal, einer Nation eines Landes. Und in Deutschland, gerade wo die
Babyboomer angesprochen hast, die Rentner werden immer mehr, die Jüngere sind immer weniger. Wir sind jetzt im Prinzip auch als Gesellschaft in dieser Midlife-Crisis. Und von daher gilt es darum, natürlich auf einem ganz anderen Level das zu machen. Aber ich Es würde könnte jetzt zumindest darauf hindeuten, nochmal. kurze Ergänzung noch, es könnte zumindest darauf hindeuten, warum das gerade so fokussiert passiert, dieser Wandel und dieser Bewusstseinswandel. Ich kann allerdings auch genug jüngere Führungskräfte benennen, die auch nicht gerade happy sind, die ihre Herausforderungen im Leben haben und auch dadurch gerade die letzten Jahre doch sehr ihr Leben hinterfragen. Also ich denke, wie meine These von Anfang an, hier kommen einfach eine Menge Faktoren zusammen, die aber unterm Strich betrachtet die Riesenchance bieten für Veränderung im Leben eines einzelnen Menschen, im Leben einer Familie, eines Unternehmens, für viele auch ein Stück gewollt. Wenn ich mit denen in Wertearbeit bin, sind ganz viele, die sich sehnen nach einer, in Anführungsstrichen, heilen Familie. Und die sehnen sich nach im Privaten und im Beruflichen. Ja, das ist bestimmt das uns als Mensch. Wir sind ja mehr die Herdentiere. Wir brauchen Gemeinschaft. Das ist das Wichtigste. Und auch bei aller Langlebigkeitsstudien kommt es immer wieder auch darum, wie sind die Beziehungen. Zu den jungen Führungskräften noch ein Gedanke. Die sind ja auch aufgewachsen in einer Zeit, wo sie was gesehen haben, wie es aufwärts ging. Wenn man eben dann fertig war mit Ausbildung, dann ging es irgendwie ja doch immer aufwärts. Und jetzt sind die mit ihrer Ausbildung fertig und ups. Aber also ganz besonders kritisch ist es mal mir bewusst gemacht worden von jemand, der sich sehr viel auch mit Lehrern auseinandersetzte. Sagt, da sind ja viele von der Schule über die PH oder Universität in den Lehrberuf gestiegen. Und viele, weil sie eine Form von Sicherheit oder eine gewisse Bequemlichkeit suchten. Und nun stehen sie plötzlich in einem Klassenzimmer, wo nichts sicher ist, wo die Jugend ganz anders drauf ist und sie völlig auch damit konfrontiert werden, dass das Leben jetzt ganz anders wirkt als vorher. Und da hat man entweder die Möglichkeit, dran kaputt zu gehen, zu fliehen, also auch dieses Klassische. Und du sagtest ja, in gewisser Weise hast du es ja erlebt im Konzern, wo du Führungskraft warst. Und dir ist dort selber bewusst geworden, das kann es ja nicht so sein. Was war dein Prozess, beziehungsweise was empfiehlst du denjenigen, die jetzt gerade da so, sag ich mal, ein kleines Erwachen erleben? Also erstmal zu mir persönlich. Ich finde mich da in dem, was du gerade geschildert hast, sehr gut abgeholt. Der klassische Weg mit Abitur und dann ein Studium und ja, und dann kommst du in so ein Unternehmen rein und durchaus auch mit Begeisterung da rein. Und dann ist so eine Großorganisation, und das ist erstmal mein Punkt gewesen, überhaupt mit so einer großen Organisation zurechtzukommen, im Sinne von, wünschte mir eher mehr persönlichere Note. Ja, die habe ich mir dann nachher schon geholt, da, so wie es eben möglich war. Auch in einem Konzern gibt es da sicherlich die Spielräume in den einzelnen Bereichen. Jedoch, als ich dann in Führungspositionen berufen wurde, ich sehr gemerkt habe, wie ich an meine Grenzen komme, weil ich nie was zum Thema Führung so richtig, außer mal vielleicht zwei, drei Begleitsätze im Rahmen des Studiums gehört. Und ich denke, das ist jetzt noch mal viel wesentlicher, bedeutender geworden, dass junge Menschen eben genauso wenig wie ich damals, also ich kann es nur sagen, von allen, mit denen ich zusammenarbeite, es gibt keinen, wirklich keinen, es sei denn, er hat sich ganz persönlich mal mit dem Thema Führung auseinandergesetzt, der über unser Bildungssystem, über Schule, über Studium oder auch Ausbildung, ist ja auch eine Option, sich mit dem Thema Führung näher konfrontiert wird. Und du bist dann gut, wo du da bist, und aufgrund dessen, wo du gut bist, wirst du in eine Führungsposition berufen. So ist es mir gegangen. Ja, und ich habe damals sehr kritisch hinterfragt, als ich gemerkt habe, da hast du Defizite.
Und bin der Fährte nachgegangen und habe gemerkt, wie schön das ist, sich damit zu befassen, mit mir selber noch auseinanderzusetzen. Ganz persönliche Krisensituationen haben ebenso noch dazu beigetragen, noch viel tiefer in das Thema Führung der eigenen Person einzusteigen. Und ich bin sehr, sehr dankbar, weil auf diesem Weg kann ich das, was in mir drin ist, als Herzenswunsch, nämlich, ja, dass es anderen anders ergehen möge als mir damals, leben Menschen in ihren eigentlichen Führungsflow, Führung der eigenen Person zu guten und erfolgreichen Mitarbeiterführung zu bringen. Und das ist für mich einfach Erfüllung und wunderschön. Aber deshalb kann ich das so deutlich auch sagen, den jungen Leuten heute geht es nicht viel anders als mir damals. Und die nehmen das auch sehr, sehr dankbar an, dass sie Unterstützung erfahren in diesen Bereichen. Und ich denke mal, Führung, du hast das Thema Digitalisierung zum Beispiel angesprochen, ist noch und auch sicherlich Herausforderungen, die die Menschen mit dahin bringen, wo sie nämlich arbeiten, bedeutet eben noch viel, viel mehr. Es ist wichtig, gut zu führen, sich selbst gut zu führen und in der Folge Menschen gut zu führen. Und dann ist ja noch die nächste Frage, wenn ich zumindest eine Idee habe, wie ich mich selber gut führen kann und die sogar in die Praxis umsetze, wie kriege ich jetzt Menschen, abgesehen davon, dass ich dann schon gutes Vorbild bin, wie kriege ich Menschen abgeholt, dass sie wirklich auch mehr und mehr ihre Stärken leben, dass sie sich wohlfühlen da, wo sie sind. Und dazu trägt ganz maßgeblich bei, ein Wertebewusstsein zu schaffen, wertschätzend unterwegs zu sein. Und das ist etwas, was egal in welcher Position du im Unternehmen bist, sich alle von tief innen heraus wünschen, mehr Wertschätzung zu erfahren. Und wenn ich sage, mehr Wertschätzung erfahren, gibt es sicherlich Ausnahmen, wo wir sagen, viel mehr geht schon gar nicht. Aber das ist eher die Ausnahme. Und der Regelfall ist, da ist ganz, ganz viel Luft nach mehr Wertschätzung drin. Die kann ich aber ja nur geben, wenn ich sie selber mir gebe. Ja, das sind eine ganze Menge Aspekte drin. Also erstmal eben auch dieses seit ja, Jahrtausenden Know Yourself, ist also erkenne dich selbst, immer wieder bei sich selbst erstmal zu schauen, wer bin ich, was will ich eigentlich wirklich und wo trickse ich mich aus oder vorhin hast du gesagt, Schwächen genannt, manche sagen von Schatten. Aber es geht ja gar nicht um das Negative, sondern einfach nur, was ist, weil das ist ja auch immer wieder nur eine Bewertungsgeschichte. Aber sich wirklich ranzutrauen, weil wir ja in der Kindheit alle an irgendeiner Stelle in Überlebensstrategien gegangen sind und nicht einfach so simpel sein durften, wie wir wollten. Und da kommt jetzt für mich erstmal noch so ein Punkt, wo ich gerade ein bisschen weiter aus zu dem Thema Wertschätzung, weil alles, was wir heute aus der Trauma, sag mal, Wissenschaft wissen, ist, der tiefe Kern ist ja daran, ich bin nicht gesehen. Also zumindest das war so diese Kindheitstraumata. Ich bin nicht gesehen. Es ging ja noch gar nicht mal um eine besondere Wertschätzung, sondern nur als Wahrnehmung erstmal, wer ist da wirklich? Das heißt also, dieses Abschätzende wegzulassen. Und wo siehst du da den Unterschied oder gibt es da für dich gar keinen Unterschied? Einfach jetzt, dass man sagt, okay, geht mal so miteinander um, dass ihr überhaupt hinhören könnt, den anderen erkennen könnt, dass ihr die Meinung mitkriegen könnt, ohne das jetzt besonders wert zu schätzen. Also es ist sicherlich schon mal eine gute Vorstufe für Bewusstseinsschaffung, so überhaupt unterwegs zu sein. Aber idealerweise, da geht noch viel mehr. Und wenn ich wirklich nicht nur diese Wertschätzung so als Floskel habe oder auch als Ja, erklär mal, was meinst du ganz unbewusste genau mit Nummer. Wertschätzung da? Weil ich hab damit so ein bisschen ein Problem. Im Industriedesign sagen wir, okay, na, Wertschöpfung durch Wertschätzung. Aber ich bin auch ein Freund von Basisdemokratie oder überhaupt so Demokratie bedeutet, ich muss die Meinung eines anderen, auch wenn sie mir noch so fremd ist, akzeptieren können. Und diese Wertschätzung geht ja dann nicht auf den Inhalt oder es muss mehr Profit für die Firma sein, sondern es ist schon einfach eine Akzeptanz des Menschen. Wo ist da für dich Ja, und eine Unterschied? Akzeptanz, die basiert auf den
bewusst gelebten Werten, einer bewusst gelebten Ah, Wertekultur. Wertschätzung nicht der Person gegenüber, einfach du bist da, deshalb schätze ich dich wert, sondern Wertschätzung, weil wir bestimmte Werte definiert haben. Also zunächst mal gilt durchaus auch das andere, Wertschätzung der anderen Person. Das heißt ja nicht, ich muss mit allem einverstanden sein, was die andere Person sagt. Also nur mal aufgrund unserer Familiengröße mit vielen Kindern, da gibt es viele Meinungen, da gibt es viele unterschiedliche Verhaltensweisen. Auch natürlich löst das dann bei meiner Frau und mir schon mal die Frage aus, naja, sind doch eigentlich alles unsere Kinder. Aber da spielen eben ganz, ganz viel mehr Faktoren eine Rolle. Insofern ist so eine Familiensituation schon ein wunderbares Beispiel dafür, Wir wie. sehen von klein auf, genau. Ja, und das Thema heißt ja nicht, den anderen nicht anzunehmen, wie er ist. Also im Gegenteil, es ist wichtig, den anderen anzunehmen, wie er ist, weil wir sind alle einzigartige Persönlichkeiten. Wir haben einen ganz besonderen eigenen Charakter. Kein Mensch ist wie der andere. Es ist wichtig, das so ins Bewusstsein sich zu rufen. Das sage ich übrigens auch Menschen, wenn ich mit denen in Sachen Wertekulturarbeit unterwegs bin. Weil es nützt nichts, einfach ein paar Werte zu definieren, sondern es ist Schon gar nicht absolut intellektuell, wichtig, einfach so. genau, sondern es ist Must absolut have. wichtig. Ja, von innen heraus, von innen heraus ein anderes Verständnis zu bekommen. Und die Software ist für mich an der Stelle, um das besser leben zu können, einfach mehr über uns, dass wir mehr über uns Menschen wissen, wie wir ticken, wie wir funktionieren, was alles eine Rolle spielt. Also ich denke, es gibt durchaus Menschen, die sich mögen und die müssen nicht unbedingt dieselbe Meinung vertreten. Das ist überhaupt nicht. Aber es ist wichtig, dass wir mit der Wertschätzung im Sinne von Respekt vor mir selbst und vor den anderen anfangen und dann natürlich in größeren Grenzen, wenn wir in Unternehmen zusammen sind, auch schon genau hinschauen, wofür stehen wir denn überhaupt? Was ist uns wichtig? Was ist uns wertvoll? Und aufgrund dessen nach einer guten gemeinsamen Basis suchen und die auch finden. Und das klappt, das ist mein Erfahrungswert, wenn Menschen eben sich bewusst auf diese Reise. Du hast jetzt so im Nebensatz das Wort Spiel genannt und wir haben ja hier auch die Headline, also eben ganz bewusst zu verstehen, wir sind hier in dieser Welt, wie immer unser Gedankengebilde ist, aber wir haben eine bestimmte Lebenszeit hier und eigentlich spielen wir jetzt hier ein Spiel, eine Rolle, die wir selber, und das ist, geht darum, eben wirklich sinnvoll und so bewusst wie möglich zu spielen. Und ich habe auch erlebt, sowohl bei mir selber, ich bin ja nun mit der Juristerei auch dressiert worden, win-lose. Ah, Anwalt, für wen darf ich kämpfen, wen darf ich in die Pfanne hauen? Bin deshalb unter anderem ja auch ausgestiegen, weil der Junge, der für Gerechtigkeit eigentlich sich einsetzen wollte, in einem ganz anderen Spiel endete, dann und sagt, hey, nee, win-lose kann nicht die Lösung sein, insbesondere, dass selbst Gewinnen einen sehr faden Beigeschmack bekommen kann, wenn jemand anders dann verliert oder leidet. Diese Wertschätzung führt dann auch immer irgendwie in Richtung Win-Win. Das heißt, Ja. nicht faule Kompromisse, sondern dass wir Interesse daran haben, die anderen und selbst wirklich konstruktiv, positiv weiterzuentwickeln. Das Stimmt ist das eine so? sehr, sehr schöne Aussage, Win-Win, die gefällt mir sehr gut. Wir spielen mit unseren Kindern öfter ein Spiel. Da kannst du nicht verlieren, da kannst du nur gewinnen. Auch wenn jeder für sich spielt, die Zielsetzung ist gemeinsam dahin zu kommen, dass jeder als Gewinner herausgeht und den anderen noch stärker zu machen. Und genau das ist ein ganz wichtiger Ansatz, den ich mir von Herzen für unsere Gesellschaft wünsche, für unsere Unternehmen wünsche, für unsere Familien wünsche, viel mehr in diesem Gedanken und Geist unterwegs zu sein, als Gewinner, aber nicht als Gewinner und die anderen sind, ich bin der Gewinner und die anderen sind der Verlierer, sondern gemeinsam als Gewinner unterwegs zu sein. Natürlich. Wir leben in einer bipolaren Welt und wo Gewinner gibt, sind es auch Verlierer, aber ich kann mich eben bewusst für diese positive Seite Gewinner entscheiden. Und das ist Das sind durchaus große wahr, wenn. Unterschiede.
Es kann Gewinner und Verlierer geben, aber was ist die tiefer liegende Intention? Ich kann also Sport betreiben, weil ich den anderen verlieren sehen will. Ich kann Business machen, weil ich den anderen verlieren sehen will. Aber ich kann genauso Business machen in einer Art olympischen Gedanken. Wie kommen wir zur besten Lösung? Wenn meins die beste Lösung ist, dann ist sie vom anderen vielleicht nicht die beste Lösung. Aber so wie Elon Musk mal gesagt hat, mir ist es nicht wichtig, dass mein Elektroauto die Welt dominiert, sondern die Idee treiben wir voran. Und wenn andere es besser oder weitermachen, er hat ja dann auch verzichtet, Patente dann da anzuhören, dann gibt es einen ganz anderen Win-Win-Gedanken. Ja, mir fällt spontan ein Geschäftsführer, nicht so etwa 5 Jahre zurück, der große Sorge hatte, was ist denn, wenn sein Hauptwettbewerber jetzt noch näher in sein geografisches Umfeld kommt? Ich mal hinterfragt, was ihn denn jetzt so gedanklich gerade so reitet und habe ihm sehr nahegelegt, nachdem die Antwort da war, den Fokus mal auf den eigenen Erfolg zu richten. Und den Mitbewerber das Beste zu wünschen, da gibt es vielleicht noch genug andere, die ich gar nicht anziehe in mein unternehmerisches Leben, zieht der andere an, das ist oft ganz, das ist wirklich oft so, sondern den Fokus so richtet, dass ich da, wo ich bin, erfolgreich bin. Und das geht. Und das hat er jetzt, ich habe ihn jetzt gerade daraufhin nochmal Allerdings. angesprochen und er hat mir das bestätigt. Ja, das geht. Also Ermutigung an alle die, die meinen, es gäbe nur Gewinner oder Verlierer, nein, es kann auch Gewinner und Gewinner geben. Auf Also, anderen ich glaube, Ebenen. das ist wirklich, ich glaube zu 100% daran, dass es nur Gewinner geben kann, wenn wir etwas verstehen, sagen wir simpel, was wir bei uns ja auch mit dem 7-Punkte-Erfolgsprogramm ganz deutlich machen, was sind Zielsetzungen und was sind Pläne. Und wenn ich in die Illusion gehe, dass jetzt meine Firma, die das herstellt, mit dem, wie sie jetzt arbeitet, dauerhaft gewinnen muss, dann bin ich sowieso ein bisschen fehl am Platz, weil alles ist im Wandel. Es geht darum, diesen Wandel ja immer hinzukriegen und nicht an einem Plan fix zu hängen. Sonst würden wir wahrscheinlich heute immer noch zu Fuß gehen oder auf dem Pferd sitzen, ne? Aber gar nicht überhaupt zu Elektroautos gekommen sein oder wohin das jetzt immer noch die Reise geht, brauchen wir das überhaupt für die Mobilität? Da kommen wir aber an einen anderen Punkt, der sowohl die persönliche Transformation ja im Prinzip betrifft, wie wir es ansatzweise ja schon angedeutet haben, aber auch im Business-Bereich, in unsere, bei mir, bei Inspiration ist ja der Gedanke immer, Unternehmen sollen Probleme für Menschen lösen. Und nicht die Menschen benutzen, um ihre eigenen Probleme zu lösen. Das bedeutet aber, wenn ein Problem gelöst ist, dann muss ich glücklich sein und im Prinzip sagen, okay, what's enough? Das heißt, eigentlich müssen wir permanent als Unternehmer daran arbeiten, dass wir überflüssig werden. Und das, was wir jetzt machen, es überflüssig macht und wie gewinnen wir die Einsicht für die nächste Ebene? Wie kommen wir auf die nächste Bewusstseinsebene? Denn Probleme werden uns ja nicht ausgehen, nur wir wollen nicht an alten Methoden kleben. Ja, und da denke ich, da sind viele wie im Teufelskreis oder im Hamsterrad gefangen, die drehen sich immer wieder im selben Kreis, anstatt mal bereit zu sein, einmal da auszubrechen. Ja, es tun sicherlich mehr und mehr, weil sie merken, so geht es nicht weiter, so komme ich an meine Grenzen. Aber da ist noch viel Luft für mehr. Und das geht aus meiner Sicht nur mit einem viel bewussteren, auch unternehmerischen Leben. Ja, also ich meine, deshalb haben wir auch den Slogan ja, be a conscious und dann auch Co-Creator, wo erstmal bewusst zu werden, dass wir sowieso alles kreieren. Auch das, was du eben ja gesagt hast, fokussiere nicht auf den, der in mein Gebiet eindringt oder sowas. Ah, Secret Law of Attraction ist ja vielen bekannt. Dann kriege ich ja erst recht noch mehr von dem, wenn ich diese Energie auch noch ausstrahle. Es gibt ja auch diesen Satz, wünsche dir nicht eine Welt ohne Probleme, wünsche dir immer, dass welches Problem auch kommt. Ne? Also gib ihnen keinen Fisch, lehre sie fischen. All dieses, wir haben als Kinder auch gesagt, what's the next day? Was machen wir heute? Was machen wir, geht's weiter? Und nicht jeden Tag, wo ist das Murmeltier, immer dasselbe spielen. Ne? Also Wie siehst du denn in den Unternehmen, man spricht ja da auch von so-called Personal Development, gibt es da nur in Anführungsstrichen persönliche Entwicklung,
Ja, wie verkauft er jetzt besser? Du hattest was vorhin gesagt mit Training fürs Außen, Tools. Oder wo gibt es schon? Oder mal unabhängig von dem, was du jetzt machst, können wir ja gerne auch noch weiter vertiefen, dann logischerweise. Aber wo gibt es denn das schon? Also, hey, lass unser Team doch richtig stark. Beim Sport gibt es das ja eben, dass, hey, der Teamgeist und wie wirken wir zusammen? Es ist egal, wer das Tor schießt, die Mannschaft soll gewinnen. Wo findet diese Entwicklung denn schon statt? Also sie findet sicherlich da statt, wo Führungskräfte viel bewusster unterwegs sind, die Teamgedanken fördern. Und da hängt sehr, wirklich sehr davon ab, wie weit sind die persönlich. Also der Schlüssel kommt wieder, ich kann es dir und unseren Zuhörern nicht ersparen, immer wieder bei der einzelnen Person, wie sie grundeingestellt ist, wie stark sie ist und was sie draus macht. Aber wer grundsätzlich erkennt, wie wichtig das ist und nicht Team, ganz oft wird der Begriff benutzt, aber es wird nicht gelebt. Das sehen wir ja beim Fußball oder beim Sport insgesamt. Da gibt es wirklich die Mannschaften, die als Team zusammengewachsen sind. Aber das wurde auch gefördert, das wurde bewusst gemacht. Und das kann man nicht verordnen, sondern es muss von innen heraus gelebt werden. Und wenn das funktioniert, dann sieht man das entsprechende Ergebnis. Und da ich aus Leverkusen komme, kann ich das im Moment fußballerisch wirklich so bestätigen. Da ist plötzlich ein Team zusammengewachsen, was da als Bundesliga-Elf unterwegs ist oder auch noch mehr als elf, aber zumindest mit den Reservespielern, die mit eingeschlossen. Und was da für ein Geist herrscht. Und das ist nur, weil Menschen sich auf den Weg gemacht haben für Veränderung. Ja, so, jetzt erinnere mich, jetzt, wenn du ein Fußballbeispiel nimmst, also Bayern München hat ja ein Triple mal ja, in jüngerer Zeit und noch gewonnen und da wurde der Herr Müller ja auch mal interviewt und sagte, wir auf dem Feld wetteifern darum, wer den Fehler eines anderen ausbügeln darf. Ja, also dieser Spirit, ja, wir sind Menschen, jedem passiert mal irgendwie was und hey, wir sind sofort dann, während ich das früher eben, sagen wir, insbesondere in diesem berühmten, wie sagt man das so, Fällen des Touristenrestaurants, nein, das ist nicht mein Tisch. Ja. Das ist ja schon wirklich ein Team, wirklich für eine gemeinsame Vision auch erstmal zu gehen. Ja, und das funktioniert nur dann richtig aus meiner Sicht, wenn jeder Einzelne, der dazugehören will zu einem solchen Team, für sich die Entscheidung getroffen hat, ich bin bereit dazu. Entscheidung sage ich immer gerne, es ist die Wegscheide. Du kannst nur links oder rechts gehen, kannst geradeaus weitergehen, landest du im Dickicht, um es mal in der Natur bildlich zu übertragen. Entscheide dich für diesen oder für jenen Weg. Und das Aber die ist eine Nummer. Entscheidung diesen oder jenen Weg, da kommen wir nochmal an, oder ich stelle nochmal die Frage an die persönliche Entwicklung. Was muss vorher passiert sein, dass ich mich auch tatsächlich traue, mich für das Team zu entscheiden, mich darauf einzulassen. Also gerade wenn ich Fußball oder Bayern München nenne, Leverkusen bin ich nicht ganz so vertraut, abgesehen davon, dass das jetzt auch in einer Zeit ist, wo ich nicht so aktiv dahin schaue. Aber das waren ja früher eben so Einzelkämpfer, Einzelspieler, Einzeldiva, Themen, die deshalb bestimmte Erfolge gar nicht erzielen konnten. Also was muss dann in einem an persönlicher Transformation stattfinden? Zu erkennen, dass es keine Aufgabe der Persönlichkeit ist, sondern nur Aufgabe von Ängsten. Genau, nämlich an diese Ängste dran zu gehen. Und die Menschen rennen mit so viel Ängsten durch die Gegend, nicht nur im Sport, logischerweise, sondern auch in den Unternehmen. Und an diese Ängste dran zu gehen, das ist aus meiner Sicht einer der größten Schlüssel, kommt aus dem Lateinischen, die Enge, wir müssen raus in die Weite. Und je mehr ich merke, ich komme an meine Grenzen. Dieses Thema Burnout, so ein nettes Wort, sehr gesellschaftlich bekannt geworden in den letzten Jahren und immer öfter benutzt. Es ist ein Hinweis darauf,
dass viele Menschen mit ihrem in Anführungsstrichen Latein am Ende sind und nicht mehr ein noch auswissen. Uns ist Und auch, wenn wir sagen, Winspiration heißt ja auch in Spirit sein, in Spirit auch in der Form mit dem gesamten Energiefeld verbunden zu sein. Also meine Zeit, wenn ich ausgebrannt war, war das eben immer so, dass ich nur mit meiner eigenen Energie gearbeitet habe. Ich hatte keinen Durchfluss. Und je mehr ich angebunden bin und fließe, kann ich es stundenlang machen, tagelang machen und brenne nicht aus, wenn es nicht gegen mein Naturell ist. Also Burnout, ja. ne, in meiner Sprache ist ja dann verratener Purpose oder verratene Essenz. Genau, und das ist nochmal der Schlüssel gegen mein Inneres. Aus meiner Sicht ein Hauptthema, und das hat jetzt markant mit unserem Bildungswesen zu tun, dass die meisten Menschen nicht wissen, was ist denn eigentlich meine Berufung? Also eigentlich im Sinne von, was ist von tief innen heraus meine Berufung? Was sind meine besonderen Gaben? Und wenn ich Das etwas fing bei mir tue, schon zu Hause an. Also ich musste nicht warten, bis ich ins Bildungssystem kam. Also das war schon so der ganz grundsätzliche Gedanke. Das war ja auch nicht, also gerade in der Nachkriegszeit war das überhaupt nicht das Thema während des Krieges, dass mein Vater überhaupt ja auch eine Ausbildung gehabt hätte. Das machte man da. Über was wir heute sprechen, da wurde ja damals vor 50 Jahren überhaupt nicht drüber gesprochen. Das hatten die ja in dem Sinne nicht. Bis auf ein paar ja, Nachkriegszeiten. oder gerade für die Generation der Nachkriegszeit, die dann die nächste Generation aufgezogen hat, für die das Thema Sicherheit natürlich verständlicherweise aus deren Lebenssituation so dominant wichtig war, eins zu eins weitergegeben wurde. Der Fokus war definitiv ein anderer. Und dann kommen ja noch so Dinge dazu, wie die man mit Epigenetik bezeichnet, wo das Thema Geschichte in Familienstrukturen eine Rolle spielt und warum bist du beispielsweise in dritter oder vierter Generation immer noch in dem Unternehmen und so weiter. Das sind alles Dinge, die eine ganz große Rolle spielen. Aber alle haben eins gemeinsam in der Regel. Die meisten Menschen sind nicht da, wo sie von ihren Gaben und Talenten her, und die sind einzigartig, hingehören. Und wenn du permanent etwas gegen dein Inneres tust, kommst du zwangsläufig irgendwann an eine Grenze, die man mit Burnout oder sonst was bezeichnet. Die muss noch nicht mal mit einer konkreten Situation in einem Unternehmen zu tun haben oder in der Familie, sondern die Sinnfrage wird oft ausgelöst durch bestimmte Erlebnisse, gegebenenfalls auch im weiteren persönlichen Bekanntenkreis, Umfeld, die dann dazu führt zu sagen, wofür mache ich das hier überhaupt? Ja, Und da der meine Frage. Bewusstsein dafür sich entwickelt, wofür mache ich das denn überhaupt? Und ich kann gar keine Antwort auf die Frage geben, Genau. weil ich da quasi nur reingewachsen oder ich habe das mal begonnen, weil ich wusste, hier kann ich verdienen. Dann kommt oft der Punkt, wo dann die Menschen auch ins Nachdenken kommen und das ist dann auch wieder eine Riesenchance für Veränderung. Manche haben den Mut, manche haben nicht den Mut für Veränderung. Es ist ja auch eine spannende Geschichte. Also, wenn ich jetzt auch an meinen, sorry, aber bei vielen auch Klienten, wo ich es gesehen habe, oder auch ganz simpel, manche fragen mich, was war dein wichtiges Buch, dein wichtigstes Ereignis oder was war der Auslöser dafür, dass du dann die Alster, die Büros eingestampft hast oder. Sie suchen nach einem bestimmten Ereignis. Aber wenn ich mal diesen Satz nehme in der deutschen Sprache, ein Tropfen kann ein Fass zum Überlaufen bringen. Dann fragen sie alle nach dem Tropfen. Aber der ist im Vergleich nichts zu den vielen Litern, die da vorher schon drin sind. Und das ist ja ein Prozess, sukzessive gegen sich selbst zu arbeiten. Wo immer das begonnen hat, also möglicherweise im Bildungssystem, möglicherweise schon zu Hause. Und dass es dann irgendwann, wie in meinem Fall, ich habe eine Fassade gebaut, eine Alster, beste Adresse, mehrere Stockwerke eben und sowas, alles schöne Fassade, weil irgendwie innen drin jemand glaubte, dann bin ich okay, ne? Um dann zu merken, es wurde nur schlimmer, 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 schlimmer. Aber der Wie Tropfen viele war es Menschen machen? letztlich nicht, sondern dass ich eben die ganze Zeit, um überhaupt dahin zu kommen, ja schon in gewisser Weise mich selbst verraten hatte. Wie viele junge Menschen machen nur etwas, um ihren Eltern zu gefallen, um Anerkennung zu bekommen? Das war noch eine Frage, die ich hier habe.
wenn wir jetzt über so alte Führungskräfte und alte Muster sprechen, jetzt kommen ja, oder du erlebst es ja auch in den Unternehmen, in denen du wirksam bist, da kommt entweder ein Sohn oder sogar Enkel oder irgend sowas, nicht nur so, ich will ja, kann auch eine Tochter sein, ne? Also nicht nur der Sohn, also die erste Generation oder die zweite Generation ins Unternehmen. Wie ist denn das jetzt so hauptsächlich, dass sie sagen, okay, jetzt will ich meinen Eltern oder Vorfahren gerecht werden? Oder welche Bürde spüre ich? Oder kommt da jetzt wirklich ein ganz anderer Spirit? Ich weiß, es sind gemeine Fragen, die so ein bisschen zugespitzt sind. Es gibt natürlich immer so und solches, ne? Aber Wie du was gerade merkst, gehe ich geht dir gerade außen? verschiedene Filme durch den Kopf, mit verschiedenen Personen. Möglicherweise gibt es den Trend, dass jetzt bei der Enkelgeneration, also die jetzt quasi in die Nachfolgesituation hineinkommt, weil die sind natürlich ganz anders geprägt, auch als deren Elterngeneration und der Erwartungshaltung, die die Großeltern sozusagen ihre Väter, manchmal Mütter, aber eher Väter, hatten, nicht mehr so da ist. Das heißt, die Erwartungshaltung ist zwar schon, oh schön, wenn das Unternehmen ein Familienunternehmen bleibt, aber die Prägung ist eine andere. Also dieses Sicherheitsdenken, was ich eben angesprochen habe, seitens der jetzt aus jetziger Perspektive Großelterngeneration, ist bei den Vätern und Müttern weniger dominant. Und insofern ist meine erste vorsichtige Prognose, da besteht ein Riesenstück Hoffnung, wenn die dann gleich bewusster leben, in die Führung reinkommen, dieses Unternehmen auch nochmal auf ein ganz anderes Level zu bringen. Wirtschaftlich gesehen haben das oft die Großväter getan. Oft sogar besser als die Väter, um jetzt mal, ich bleibe jetzt mal in der männlichen Variante, es könnte genauso gut eine weibliche sein. Aber die jetzige Generation bringt ja auch noch ganz andere Erwartungshaltungen mit als nur das Thema Finanzen. Und das könnte sogar sein, dass das eine super Kombination ist. Das Fundament wurde erfolgreich vom Großvater gestaltet, geschaffen. Der Vater hat es gut überbrückt und jetzt kommt die Enkelgeneration und bringt neben sicherlich auch, das sollte jeder gute Unternehmer haben, ein gutes betriebswirtschaftliches Fundament. Das muss da sein. Also kein Unternehmen geht ohne Zahlen. Aber eben ganz andere Führungskultur in das Unternehmen mit reinzubringen und nochmal auch in einem höheren Bewusstsein, auf einem höheren Bewusstseinslevel auch nochmal ganz andere Zahlen vielleicht zu kreieren, aber nicht der Zahlen wegen, weil das ist der Schlüssel. Die meisten haben der Väter, also der Großväter und der Vätergeneration haben eher wegen Zahlen geführt. Aber jetzt der Menschen wegen, sagen wir mal, die passenden Zahlen zu kreieren. Das ist die Kunst und der Schlüssel, und ich bin da wirklich guter Hoffnung, dass gerade bei der einen oder anderen Unternehmensübergabe jetzt da ein gutes Samenkorn in neue Richtung gesät werden. Also das wäre ja toll, denn im Millionaire Spirit habe ich ja noch geschrieben, so ist der Klassiker, dass Ererbtes irgendwann wieder verschwindet. Nicht? Der Vater erstellt, der Sohn erhält, beim Enkel zerfällt. Das ist noch so ein Satz, den ich im Millionaire Spirit 2008 veröffentlicht habe. Kann passieren. Aber wenn ich mir die anschaue, denen ich jetzt begegne, also quasi auch schon der Enkelgeneration, die jetzt da reinwächst, habe ich eine gute Hoffnung, zumindest mit denen, Ja, die ich schön. mitarbeite, weil sie Dinge anders machen. Sie verknüpfen dieses gute Betriebswirtschaftliche mit dem eigentlich Wesentlichen der Frage auch für jedes Unternehmen, die sich für jedes Unternehmen stellen sollte, wofür bin ich da? Das ist ja Muss man schön. Das ist diese berühmte Null-Bock-Phase, die auch. man einer Generation so angedichtet hat, die empfindest du in vielen Bereichen jetzt dann nicht, sondern du erlebst genau das Gegenteil. Denn das klingt ja schon so, dass sie gewisserweise bereit sind, die Ärmel hochzukrempeln, wie wir früher sagten, um neu zu gestalten. Ja, durchaus. Und ich sage mal, wenn man das epigenetisch betrachtet und man weiß, dass eine besondere Beziehung zwischen der Großeltern und der Enkelgeneration besteht und die Großeltern haben ein gutes Fundament gebaut, auch aus dieser Perspektive heraus spricht vieles dafür, dass das Fundament, was vielleicht ein bisschen bei dem einen oder anderen ins Wackeln gekommen ist, also der Väter,
dass das möglicherweise jetzt wieder in eine andere Richtung geht, aber nicht mit den alten Rezepten und Konzepten, sondern mit einem ganz anderen unternehmerischen Ansatz, nämlich der Wertschöpfung durch Wertschätzung. Ja, oder wie Frau Professor Annabel Ternesse sagt, Sinn bringt Gewinn. Ja, das ist auch, Ja. es geht eben wirklich zu verstehen, dass eben mehr Profit möglich ist, mit den, sagen wir mal, mit den neuen Sichtweisen als mit den alten. Weil Einstein sagt ja schon, ne, der Geist, der die Probleme geschaffen hat, kann sie nicht lösen. Und die Probleme, die wir heute in der Hauptindustrie ja schaffen, kriegen wir mit dem Bereichen Bewusstsein eben nicht gelöst. Insofern klingt das jetzt sehr, für mich sehr, ja, vorfreudig auf die Zukunft, dass eben eine andere Generation mit einem anderen Bewusstsein reingeht und nicht nur Probleme lösen kann, sondern vielleicht sogar viele vermeiden kann, weil sie dann gar nicht erst entstehen. Die auf dem alten Wege unterwegs sind, also auch die Enkelgeneration, die wird es auch, also diese Typ Menschen wird es auch geben, Ja, klar, bereits wahrscheinlich alles möglich noch. ja, die nicht bereit zur Veränderung ist. Da wird sicherlich die These, die du in deinem Buch, so wie du eben geschildert hast, aufgestellt hast, nämlich dann ist das Unternehmen irgendwann sozusagen dem Beerdigungsinstitut zuzuführen, sicherlich passt. Ich finde es immer so spannend. Ich gucke jetzt mal gerade runter, weil ich mir eben vorher noch ein paar Sachen aufgeschrieben habe. Wo ich ja, da wollte ich unbedingt fragen, dass ich das jetzt nicht vergesse. Denn wir haben vorhin schon mal transparent angesprochen. Da möchte ich noch einen anderen Begriff reinbringen. Führung mit Weisheit. Transparenz ist ja nicht nur jetzt die Bandbreite des, sag mal, des menschlichen Lebens nehmen, sondern wir leben, These, ja heute auch insofern, zumindest bewusst in der Wahrnehmung, in einer anderen Zeit, dass wir viel mehr Unsicherheit empfinden. Ja, in den 60er, 70er, 80er Jahren hat man das Gefühl, das muss man tun und da geht's lang. Wir konnten linear denken. Und es sind Milliarden von Menschen in den letzten 50 Jahren dazugekommen auf dem Planeten. Märkte sind gewachsen. Und plötzlich ist das Spiel zu Ende. Und jetzt haben wir Unsicherheit. Und ist ja auch ein Stressfaktor für eine Führungskraft, insbesondere wenn sie sich nicht traut, richtig transparent zu sein, zu sagen, ich weiß es nicht. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es weitergeht. Und insofern, wie empfindest du, dass Führungskräfte, ja, welchen Unterschied gibt es da mit der älteren oder jüngeren Generation, eben sagen, okay, das ist jetzt vielleicht alles ein bisschen anders als früher. Wir wissen nicht genau, wo es lang geht, aber oh, we will handle it. Und ich habe auch keine Scheu zu sagen, ich weiß es noch nicht genau. Je souveräner die Führungskraft unterwegs ist, das heißt, über den Dingen steht, aber nicht im Sinne von Arroganz, sondern aus, du hast das Thema Weiß führen mit Weisheit gerade angesprochen. Das heißt, aus einer inneren Stärke, auch da wieder aus einer inneren Stärke heraus, weil Weisheit ist nicht nur eine Frage des Alters, sondern ist eine Frage, inwieweit bin ich bereit, mich hineinzuspüren, ja, hineinzufühlen in neue Situationen. Inwieweit bin ich bereit, vom Geistigen her mich so aufzustellen, dass ich bereit bin zu wachsen, also schlicht und ergreifend größer zu denken? Da spielen ganz viele Faktoren sicherlich mit rein, aber diese innere Sicherheit, also innere Sicherheit, ich glaube, ich nehme den Begriff mal. Ist es dieses Gefühl, ich weiß, ich habe das tief in mir drin, eine Zuversicht, wir kriegen die Themen hin, die herausfordernd sind. Und das heißt, Dinge kritisch in jeder Situation zu hinterfragen und in der Stille und aus einer inneren Ruhe heraus, das geht mehr in Richtung Weisheit, als sich zuzubaggern mit Arbeit und noch mehr Arbeit und noch mehr Arbeit. Das macht eine gute Führungskraft aus und darum ist es nicht eine Frage des Alters.
Jetzt So. möchte ich da noch mal ein bisschen nur poolen, weil du aus meiner Sicht zwei Bereiche, wie gesagt, einmal Wort oder Wörter gesagt hast, die ging so schnell dahin und die ich noch mal ganz bewusst machen will. Aber sagst du, die souveräne Führungskraft, die über den Dingen steht. Nein. Und ich vermute mal, dass du dann auch ganz bewusst damit sagst, über den Dingen, aber nicht über den Menschen steht. Ja. Denn später kam eben auch so, das ging nur, das rauchte nur so vorbei, wie ganz sicher ist, wir schaffen das. Und das Wir ist ja etwas anderes als diese klassische alte Führungskraft, die sagt, ich sage, wo es lang geht. Eben Ja. diese Scheu verloren zu haben. Und ich kann da meine Zeit an der Alster sehen, ich war permanent da jemand, der, ach oh Gott, ich muss alles wissen. wirklich die Scheu zu verlieren, zu sagen, ich weiß irgendwas nicht, aber wir schaffen das. Ja, und mir fällt ganz spontan, fallen mehrere ältere Führungskräfte ein, alle über 70, die eher weiterhin so führen, eher und manche auch mehr, weiterhin so führen, wie sie das früher getan haben. Und gerade in diesen Unternehmen gibt es ganz große Spannungen, weil auch nicht alle Führungskräfte diesen Stil mehr haben wollen und diesen Weg mitgehen. Weisheit habe Wahrscheinlich ich auch ja eben erkennen, schon dass es gesagt, nur noch eingeschränkt funktioniert. Weisheit habe ich ja eben schon gesagt, ist nicht eine Frage des Alters, weil wenn dann Alter an der Stelle gut genutzt würde, im Sinne von wie ich habe noch einen Lebensring, Lebenserfahrungsring, wenn ich das immer gerne analog der Baum stemme, mehr und ich würde von innen heraus führen, dann würde ich zumindest die Weisheit haben, vielleicht in strategischen Dingen liebevoll begleitend dabei zu sein, die nächste Führungsriege zu unterstützen, aber nicht zu meinen, ich bin hier weiterhin der Chef, wie ich das früher sein konnte. Das geht nicht lange gut. Es gibt ja auch so dieses Saying, der Dumme lernt aus seinen Fehlern nicht. Der Kluge lernt aus seinen Fehlern und der Weise lernt aus den Fehlern anderer. Und dazu muss man nicht alt sein. Das kann man auch in jungen Jahren ja schon machen. Ja. Und jetzt würde ich insofern gerne auch mal ein bisschen konkreter auf deine Arbeit kommen. Insofern ist ja ein bisschen die Voraussetzung, dass eine Bereitschaft da ist, Richtung Weisheit zu gehen. Und sagen, hey, wie können wir jetzt den Carsten Gehde nutzen mit seinem Wissen, mit seinem Erfahrungsschatz, dass wir eben etwas lernen können, ohne die Fehler immer alle erstmal selber machen zu müssen. Was siehst du, wäre jetzt so deine Kunst? Ich könnte auch sagen, sie rufen an, wir wissen überhaupt nicht mehr weiter, das ist mehr eine Notgeschichte. Oder eben auch eine Bewusstseinsgeschichte. Hey, wir wollen jetzt die nächsten Schritte des Bewusstseins, der Evolution des Unternehmens mit Carsten Gehde richtig vorbereiten. In der Regel ist es so, dass die Führungskräfte mich kennen und eben sehen, wo immer sie an ihre Grenzen in Sachen Mitarbeiterführung kommen. Und sie müssen auch nicht jeden Einzelnen bis ins tiefste Detail kennen. Und in der Regel gibt es ja auch noch eine Führungsebene dazwischen oder vielleicht sogar noch mal dazwischen. Und insofern ist es meist eine Frage der Multiplikation, das Wissen und und die Weisheit, bewusst jetzt erwähnt, multiplizieren. Da aber auch nur obere Führungskraft in der Regel an ihre Grenzen kommt, gibt sich dann oft die Situation und die Erkenntnis, also alleine geht nicht. Wir können das nur als Team. Wir hatten das schon, positiv beeinflussen und gestalten. Und insofern ergibt sich aus so einer Situation heraus der Erkenntnis, Führung im Haus, im Unternehmen darf anders sein. Die Bereitschaft, mehr zu tun im Sinne zu überlegen, wie können wir denn noch viel mehr gemeinsam als Team unterwegs sein und wie können wir noch mehr unterwegs sein, dass wir wirklich Dienstleister sind im Sinne von
anderen Menschen dienen. Das klingt jetzt so ein bisschen altmodisch, das Wort, aber im Sinne dieser Herzenshaltung zu sein, das, was wir machen, tun wir gerne für andere und dürfen dabei auch den betriebswirtschaftlichen Output haben, aber mehr und mehr auch eben hingewandt zu den Menschen. Wir haben was Gutes und das bieten wir an und machen einem anderen damit das Leben auch angenehmer und leichter. Das wäre der Idealfall. Diesen Gedanken hat nicht jeder. Dem haben, sagen wir mal, die Ersten in der Regel, die dann sagen, wir wollen in die Richtung unterwegs sein. Und dann geht es um das Thema Multiplikation und die das Schaffen gemeinsamer Werte für ein Unternehmen. Und ja, das nützt nichts, Wolfgang, wenn man einfach nur ein paar Wertenamen irgendwo auf eine Tafel schreibt, Und Agentur sondern geschickt, genau. das haben andere auch schon praktiziert. Und ich hatte so einen Fall, der fällt mir gerade ein. Bei einem Personalleiter hatte ich einen Termin, musste einen Moment warten, weil der noch im Gespräch war, und sehe an einer Wand im Warteraum, Wartebereich, lauter schöne Begriffe, die man als Werte bezeichnen könnte, wenn sie gelebt würden. Dann habe ich ihn mal dazu gefragt und dann stellte sich heraus, ja, das ist vor vielen Jahren da mal gemacht worden, da war er noch gar nicht in der Verantwortung. Er hat die wohl auch gesehen, aber die waren da und die wurden nicht gelebt. Das ist der Klassiker. Und darum ist es für mich so wichtig. Es geht nicht darum, einfach ein paar nette Worte an irgendeine Tafel zu Nee, schreiben. ganz im Gegenteil, wenn wir wieder bei Bewusstsein sind, unterbewusst schwächt das enorm. Ich glaube, ich hatte dir schon mal an anderer Stelle erzählt, wenn wir uns getroffen haben. Ich war mal in einem Unternehmen in England drin und unter anderem hatte ich dann mit einzelnen Führungskräften ein Gespräch, auch mit der Marketingchefin damals und die mir erzählte, was sie eine tolle Schatzjahr gemacht haben und erzählte, was sie alles machen wollen, wie sie jetzt auch die Nummer eins werden und was sie alle so vorhaben. Und ich habe sie dann nur gebeten, hinter ihrem Tisch mal vorzukommen und dann einen kinesiologischen Test mit ihr gemacht. Wie intensiv sie daran glaubt, was sie da gerade gesagt hat. Und das ging, fuck. Man muss mich überhaupt nicht anstrengen, da fiel der Arm schon runter. Dann weißt du, was das für ein Blabla ist und dass es genau kontraproduktiv ist, eben wirklich dann auch noch schwächt. Denn wenn man selber in jedem Meeting erzählt, etwas, wo man weiß, das stimmt alles nicht, ich glaube gar nicht daran, dann ist es ja eben ja, gegen die eigene Integrität permanent. Und das ist nicht das Gesündeste, wenn man das mal so sagen darf, ne? So wichtig ist, dass die in der Regel oberste Führungskraft voll und ganz Ja zu so einem Prozess sagen kann und dann wir gemeinsam uns auf die Reise machen und ich sage das auch so schön, Dabei, gemeinsam ja, genau. mit den Menschen auf die Reise machen und dazu gehört jeder im Unternehmen, weil das Unternehmen besteht aus der Summe der Mitarbeiter dieses Unternehmens und nicht nur aus der Geschäftsführung beispielsweise. Mein Körper besteht aus allen Zellen und ich wäre gut beraten, für alle Zellen zu sorgen, um den Organismus zu haben. Jetzt sagtest du, ich möchte aber jetzt noch deutlich machen, damit da kein falscher Eindruck entsteht, der Carsten Gede arbeitet ja nicht nur, wenn irgendwo die Gemeinsamkeit schon beschlossen wurde, sondern sie ist ja oft eben das Ergebnis deiner Arbeit. Du hast sowohl mit der Führungskraft, dem Chef, als Individuum angefangen, etwas zu gestalten und dann, sagen wir, die Kultur im Unternehmen geändert, als auch, was ja viele vielleicht auch so als unwahrscheinlicher ansehen, eben bottom-up gearbeitet. Also, dass du irgendwo mal in so einen Workshop gegangen bist, hast du mit Leuten gearbeitet und die Führung war da noch gar nicht, sag mal, es gab ja so die alten, wasch mich, aber mach mich nicht nass oder mach so mal Teamarbeit mit meinen Leuten, aber lassen Sie mich außen vor. Und dass das sogar einen Rippeffekt nach oben geben kann. Ja, also der Normalfall, sagen wir mal, prozentual dominantere Teil ist der erstgeschilderte, aber der, den du gerade ansprichst, der ist definitiv auch da. Das ist natürlich wunderbar, wenn Menschen sozusagen ihre Führungskräfte mit auf die Reise nehmen und nicht umgekehrt. Und das passiert öfter, wenn ein Unternehmen von der Arbeit erzählt, anderen weitererzählt und die kriegen das mit.
Und also die Mitarbeiter sagen, hey, es wäre doch so schön, wir hätten so eine Kultur in unserem Unternehmen auch. Und dann passiert genau dieser Effekt. Und es geht trotzdem nur, wenn ich eine grundsätzliche Haltungsverweigerung bei den entsprechenden Führungskräften existiert. Ich glaube, das ist eher oft so der Effekt, wir haben schon so viel gemacht, bringt das was? Genau, Aus so der viel im Erfahrung Außen der gemacht. Vergangenheit. Ja, und wenn es dann heißt, ja, wir haben ein Seminar, bei dem wir sagen, ja, es ist kein Seminar im klassischen Sinne, sondern wir machen uns gemeinsam auf eine Reise für ein anderes Miteinander im Unternehmen. Und die das umgesetzt haben, die können das kaum in Worte fassen. Da ist einfach eine Frage des Klimas, wo die sagen, ja, es ist unfassbar, wie wir anders miteinander umgehen, weil die nämlich in der Zwischenzeit auf einem ganz anderen Bewusstseinsniveau angelangt sind. Ein schönes Beispiel ist, ich habe in einer größeren Autohausgruppe in Deutschland gearbeitet und da speziell in einer Niederlassung. Und eine Verwandte eines Gesellschafters dieser Gruppe geht in genau dieses Autohaus rein, war wohl schon in anderen der Gruppe und sagt, hier ist so eine andere Atmosphäre. Die hat ihr Auto da gekauft. Die hätte es in jedem anderen Autohaus dieser Gruppe tun können. Die hat ihr Auto da gekauft, hat dann ihren Papa, es muss wohl eine etwas jüngere Dame noch sein, ihren Papa mitgenommen, der hat genau dasselbe gesagt. Und es wusste keiner vom Personal, dass es da irgendwie eine besondere Beziehung zu dem Unternehmen gibt, sondern die sind da als Mensch wie du und ich reingekommen und auch so wertschätzend behandelt worden. Und das war einfach für mich wunderschön zu sehen, das funktioniert auch in der Praxis. Das ist nicht blanke Theorie, wenn das richtig gelebt wird. Und nicht, weil da irgendwelche Begrifflichkeiten definiert wurden, sondern verstanden haben, miteinander funktioniert so und so und so. Kann übrigens sein, dass der eine oder andere auch sagt, und zwar egal ob Führungskraft oder nicht, da habe ich keinen Bock drauf. Da fühle ich mich nicht mehr wohl und die scheiden spannenderweise auch relativ schnell freiwillig aus dem Unternehmen aus. Also Bei jedem wirklich. gesunden Organismus, ne? Vielleicht kriegen wir mal einen Pickel, aber dann geht das irgendwie raus. Ganz von selbst, da muss man oft gar nichts mehr tun. Ne? Und andererseits gibt es Leute, die werden wie magnetisch angezogen. Du fragst, gerade bei Regionen, wo es vielleicht gar nicht so leicht ist, eine passende Person zu finden, wie konnten die das so schnell wissen? Ja, Das das ist ist ein großer Unterschied aus unfassbar. dem früheren Leben und was ich so heute erlebe. Früher war es ja so üblich, immer noch so klassisch, als man noch die Schreibmaschine hatte. Wie viele Anschläge können Sie? Ne? Also wie schnell sind Sie in der Zeit? Und die Google-Jungs und Elon Musk, oder Elon Musk ganz besonders, also glaube ich, also die ersten 100 Leute, die er eingestellt hat für seine Raumfahrtfirma, alle selber interviewt, um zu hören, passen die dazu? Nicht alleine, was die wissen, sondern passen die zu dem Spirit? Weil wenn du eine Vision verfolgst, dann müssen die Menschen auch hinter der Vision stehen. Und derjenige, der vielleicht, wieder zum Sport, nicht? Da kann jemand vielleicht gut dribbeln, aber wenn er kein Mannschaftstyp ist, dann kann er jetzt bei Leverkusen wahrscheinlich nicht mehr mitspielen, weil das hilft dann gar nicht, das ganze Team weiterzubringen. Carsten, du machst Ja, verschiedene Sachen, ja, oder? Ergänz noch schnell. noch ein Gedanke dazu. Das ist so wichtig, auch wenn jetzt so ein Unternehmen dann neue Mitarbeiter ins Team integrieren will, erstmal genau hineinzuspüren, wofür stehen die denn überhaupt? Und wenn dann Menschen, die zum Bewerbungsgespräch kommen, plötzlich gefragt werden, wofür sie denn im Leben stehen, ob man das Werte nennt oder wie auch immer, ist jetzt dann sekundär, dann merken die sofort, oh, hier ist was anders. Manche sind sofort raus, weil die entsprechende Führungskraft sagt, passt überhaupt nicht hierher. Also auch da, dieses bewusstere Leben führt viel zu einer viel effektiveren Personalgestaltung. Ja, auch ganz andere Fragen zu stellen. Ne? Also ich habe in Amerika mal in einem Starbucks gesessen und da lagen eben so auch DIN A4-Bögen rum, mit denen man sich bewerben konnte. Da war ich neugierig und habe das mal durchgelesen. Und da kam unter anderem eine Frage drin vor, beschreiben Sie bitte eine Situation, wo Sie schon mal einem
Kunden einen guten Service geliefert haben. Also schon be bevor er überhaupt, der muss er sowas ausfüllen. Und von Elon Musk geht es auch nicht darum, bei ihm immer wieder höre ich das, da habe ich nicht selber mit ihm gesprochen, nicht nur Zeugnisse, sondern er stellt denen Fragen, was war das letzte größere Problem, was sie gelöst haben. Also immer wieder viel mehr das zu erfragen, was für den Geist des Unternehmens wichtig ist. Ja, mir fällt gerade noch ein ganz wichtiger Punkt ein. Damit, wenn sozusagen meine Hauptbegleitung abgeschlossen ist, geht es ja im Prinzip erst richtig los oder Ja, sollte ja. idealerweise richtig losgehen, weil der Motor muss ja selber laufen, von selber laufen. Und zu diesem Zweck habe ich mich entschieden, Wertekulturbeauftragte benennen zu lassen und die auch gerne zu mir zur weiteren Unterstützung kommen müssen, können, dürfen, um das quasi am Leben zu erhalten, um die Flamme am Lodern zu halten. Sich Das ist wichtig. Weil weiterzuentwickeln. sonst haben wir nämlich den Effekt, wie ich ihn beschrieben habe, da war mal irgendwie so ein Prozess in einem Unternehmen und dann stehen die Werte an der Wand und dann war es das. Genau das darf nicht passieren. Das muss dann erst richtig losgehen. Aber jetzt hast du wieder was so nett im Nebensatz, so selbstverständlich gesagt, was ich nochmal rausstreichen möchte, weil ich habe vorhin ja für manche provokativ gesagt, Unternehmen sollten eigentlich auch immer den Anspruch haben, sagen, wo können wir mit unserer jetzigen Dienstleistung überflüssig werden. Wie können wir die überflüssig machen? Und du sagst das jetzt in so einem Nebensatz, was dann, wenn meine Arbeit getan ist, passiert. Also auch schon eben wirklich diesen Anspruch zu haben, ich möchte hier so arbeiten und wirken, etwas bewirken, dass ihr mich nicht mehr braucht. Ich bin dann auch bereit, für diejenigen irgendwo Ansprechpartner zu sein oder in Kontakt zu haben, weil du entwickelst dich dann logischerweise auf diesem Sektor vielleicht schneller vorwärts, wie jemand, der Personal Trainer ist, sich permanent im Sport weiterentwickeln kann, während die Führungskraft ab und zu mal trainiert, ne? Das zu machen. Aber das ist, finde ich, ein ganz auch wertschätzender Gedanke dem Klienten gegenüber. Ich bin dazu da, dich idealerweise dahin zu bringen, dass meine Dienstleistung überflüssig wird oder wir auf einem ganz anderen Level dann weiterarbeiten können. Wenn wir gucken, wie die Welt, die Unternehmenswelt in Anführungsstrichen da draußen aussieht, dann ist es aus meiner Sicht zumindest in unserer Breitengrade Missionsarbeit. Und dann gibt es noch viel, viel zu tun. Ja. Ja, die Arbeit wird uns insofern nicht ausgehen, in dieser Hinsicht zumindest nicht nächste Woche gleich. Wie gesagt, es geht ja auch immer wieder weiter. Wir entwickeln uns ja auch weiter. Wir gehen auch auf andere Bewusstseinsebenen, um dort wieder weiter zu wirken. Jetzt haben wir so ein bisschen gestreift, was du machst. Du bietest ja auf verschiedensten, oder wie sagt man das, nicht Ebenen, aber verschiedene Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit der anderen. Eben haben wir gesagt, okay, wenn Kulturbeauftragte in dieser Hinsicht, nennen Sie mal Kulturbeauftragte, Wertebeauftragte oder wie das ist, in Unternehmen sind, kannst du zur Verfügung stellen. Aber vorher, das dann meistens passiert es so, dass ich eigentlich mit einem Inhaber, mit einer entscheidungsbefugten Führungskraft meistens starte. Das ist ja meistens dann wahrscheinlich individuell. Dann machst du Werte-Workshops, nennen wir sie mal so, überhaupt Workshops, also auch mit Teams oder Teambuilding-Prozesse in Unternehmen. Wie du berichtet hast, kommt man in dieses Unternehmen rein und sagt, oh, hier ist ja die Energie ganz anders und da kaufe ich dann auch viel lieber. Dann bietest du aber auch in deinem Domizil in der Provence auch spezielle Wochentreffen an, soweit ich weiß, ja, Wochentreffen. Was sind so die Kriterien oder was sind die Unterschiede, wo man wie am besten mit dir in Kontakt kommt oder wozu? Also die Trainingscamps, so nenne ich sie in der Provence, wo wie der Name schon sagt, es soll sehr pragmatisch zugehen. Die finden in der Regel wochenweise statt und bieten oft die Möglichkeit des Erstkontaktes überhaupt etwas Also da kann man tiefer hinkommen, wenn man oder gar nicht sonst irgendwas anderes mit dir gemacht hat.
So ist es. Ja, genau. Und die bieten die Möglichkeit, tiefer oder vielleicht noch etwas tiefer im Rahmen einer Woche, was so an an Zeit zur Verfügung steht, einzutauchen in das Thema Führung der eigenen Person. Und das ist auch ein Schlüssel dafür zu gucken, wie kann ich individuell noch stärker, noch besser werden. Und dafür gibt es ein Mentoring-Programm. Das heißt, die Menschen unterstütze ich als Mentor. Und ja, parallel zu dieser Arbeit läuft eben dann die Wert- und Kulturarbeit in den Unternehmen. Ja, ich kann nur sagen, das, was ich tue, ist für mich Erfüllung und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich mal irgendwann den Moment in meinem Leben hatte, nicht von jetzt auf gleich, aber in einem Entwicklungsprozess zu verstehen, was ist meine eigentliche Lebensaufgabe. Und für mich ist es wirklich auf den Punkt gebracht, zusammengefasst, Menschen in ein erfülltes, in ein lebenswertes, liebenswertes Leben zu führen. Und dieses Oder Erfüllte zu stärken. führt auch zur Fülle, wenn wir sehen, dass deine Klienten ja dann auch profitabler sind. Es ist eigentlich so logisch, nicht? Wenn die ganzen Reibungsverluste erstmal alle weg sind, alleine schon deshalb ist mehr Energie für Produktivität und Profitabilität da. Mir fallen gleich mehrere Führungskräfte ein, die sagen, wenn wir hier im Unternehmen uns mal richtig auf die Kunden konzentrieren würden, wo könnten wir da stehen, anstatt immer im Kampf, im inneren Kampf uns zu finden. Also Ermutigung an alle, die jetzt unser Video sehen, an alle, vor allem die Verantwortung tragen, mit neuem Bewusstsein, es geht auch anders. Es geht mit Freude und Fülle unterwegs zu sein. Carsten, das ist ein wunderschönes Schlusswort hier für unser Gespräch. Wie kann man dich am besten erreichen? Am besten über die Website eine Anfrage stellen. carstengaede.com ist die Adresse. Möglicherweise kannst du die Daten ja auch nochmal Können wir noch dazu stellen. Carsten, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Es war mir eine innere Freude, über dies zu sprechen, insbesondere dann auch noch mit der Information von dir, das kommt eine Generation, die jetzt das schon anders anpackt, dass eben wirklich mein Buchtitel The Best is Yet to Come, dass der jetzt mit deiner Unterstützung noch viel wahrscheinlicher wird. Ganz herzlichen Ja. Dank für deine Arbeit, für dieses Gespräch und bis demnächst. Sehr, sehr gerne, Wolfgang, und dir nochmal alles Gute und auch unserer Zuschauer. Danke.